Süße 23 Jahre wäre Aaliyah am 16. Januar alt geworden. Trotz ihres tragischen Todes ließen sich Fans und Freunde der Soul-Prinzessin nicht davon abhalten, eine fette Birthday-Party zu feiern, inklusive Tribute-Sendung im US-TV. Klar, die Lady war eben more than a woman und steigt von 11 auf 10. Du wirst es niemals schaffen, 1 Million Platten zu verkaufen. Mit dieser sympathischen Ansage entließ Julio Iglesias seinen Sohn seinerzeit ins Musikbiss. Dass Enrique inzwischen über 10 Millionen verdickt hat, kann sein Alter bis heute nicht so richtig verarbeiten. Von 8 auf 9 fällt der erfolgreiche Sprössling mit Hero. Roll over, Beethoven. Bei einem Gig in New York klimperte Alicia Keys den Fans ganz unverhofft die 5. Sinfonie von Mad Ludwig vor. Und damit es den Klassik-Retons nicht so langweilig wurde, hat sie dazu noch ein paar Zeilen gesungen. Von 6 auf 8 fällt die Sophisticated Lady aus Harlem mit Fallen. Sarah Connor hat den Soul tatsächlich im Blut. Der Opa der sexy Superblondine war einer der angesagtesten Jazzpianisten in New Orleans. Gott hab ihn selig. Auf Platz 7 macht seine Enkelin dem musikalischen Familienerbe auch diese Woche alle Ehre. From Sarah with Love. Kate Winslet als Covergirl. Um auf die Titelseite der US-Ausgabe von Glamour zu kommen, hat die Titanic Beauty doch tatsächlich abgenommen. Aber nur ein paar Gramm, wie sie unseren amerikanischen Kollegen verriet. Um einen Platz auf die 6 fällt das überzeugte Moppelchen mit What If. Endlich gibt's das Debütalbum der neuen Popstars. Wer aber keinen Bock hat, sich so lange im Laden anzustellen, kann sich alle Songs der 5 Spacken für teures Geld über Telefon anhören. Die Nummer findet ihr auf der Homepage von Broses. Mit I Believe um eine Position gefallen auf die 5. Anastasia ist nicht nur bei Brillengestellen wählerisch. Ein Duett mit dem Backstreet-Boy AJ lehnte sie dankend ab, aber dafür hat sie dann mit Jennifer Lopez geklappt. Von 3 auf die 4 fällt das anspruchsvolle Soul-Chick diese Woche mit Paid My Dues. Ja, da werden sich die Eltern aber freuen. Ab März bringt Jennifer Lopez eine Klamottenlinie nur für Girlies raus. Dass es sich dabei um winzige, durchsichtige Stofffetzen handelt, versteht sich von selbst. Nur das Nötigste verdeckt J.Lo auch im Clip zu I'm Real, um 8 Positionen gestiegen auf die 3. Ein paar Wochen noch hat Kylie Minogue von Hochzeit geredet. Aber inzwischen sieht es so aus, als würde sie der Single-Welt erhalten bleiben. Der Grund? Dauerstress mit Lover James. Ganz traurig und einsam fällt die Aussie Queen von 1 auf Platz 2. Can't get you out of my head. Am 3. Juni steigt in England eine Riesen-Monster-Party. Die Queen feiert ihr 50-jähriges Dienstjubiläum. 50 Jahre auf der faulen Haut gelegen, sich alles vor den Arsch tragen lassen und das Geld der armen Steuerzahler verprasst. Und wenn man den britischen Zeitungen glauben darf, dann wird zu diesem Anlass eine echte Supergroup formiert, die der Queen das ein oder andere Ständchen spielen soll. Die Rede ist von Mick Jagger, Phil Collins, Elton John, Paul McCartney und angeblich soll auch Robbie Williams mitmachen. Der versaut natürlich voll den Altersschnitt, aber dafür hat er es einfach drauf mit den Hits. Hier ist die neue Nummer 1 der MTV European Top 20, rauf von der 2, Robbie Williams und Nicole Kidman mit Something Stupid. Das war's von alles einpacken. Das war's mit den Top 100 bei Viva.